So, moin Leute. Ja, das passiert auch mal mit. Sollte eigentlich nicht passieren, aber wir haben den Träger jetzt ja auch zum Testen und dann kennt man sich ja auch noch nicht so richtig. Und die Tankanzeige, sagte Deutzfahr auch, die kriegt noch ein Software-Update. Die zeigt nämlich das bisschen falsch an. Naja, und deswegen auf einmal war der Träger oben leer. Wir waren nämlich da und müssen eigentlich jetzt nach unten fahren, weil er piepte dann auf einmal. Das tat er auch schon einen Augenblick, weil wir mussten die Reihe ja noch eben fertig machen. Dann wollten wir eben runterfahren und dann ist er hier stehen geblieben. Man hat dann schon so ein bisschen... Dann schaltet er sich automatisch ab, der Träger. Da haben wir Diesel reingetankt, 10 Liter eben mit der Kanne. Springt nicht an. Und jetzt wollen wir euch mal eben mitnehmen und entlüften das ganze System. Zeigen euch das mal eben. Es bietet sich jetzt an. Ich habe hier dann mal eben schnell eine Anleitung nachgeguckt. Ist auch gut detailliert hier mit Bildern gekennzeichnet, wie und was man machen muss. Also da kommt man schnell mit klar. Papa holt gerade mal eben Werkzeug, dass wir das hier mal eben fertig kriegen. Und was wir jetzt zuerst machen müssen, ist diese Seitenverkleidung eben lösen. Die eine Schraube hier raus. Dann kann man die wegnehmen und dann sieht man hier hinter schon die Dieselfilter, die beiden. Und dann entlüften wir erst den einen. Da müssen wir die Schraube, das kann ich euch gleich am besten noch zeigen, eben lösen. Dann pumpen wir mit der Handpumpe, bis da ohne Blasen Kraftstoff rauskommt. Dann machen wir das wieder zu und machen dann den anderen Filter auf, machen da dasselbe. Und dann sollte das eigentlich wieder laufen. Ja, das machen wir mal eben. Spontanes, kurzes Video. So, die Schraube habe ich gelöst jetzt hier. Jetzt kann man das nach hinten leicht schieben und dann kann man das da rausnehmen und die ganze Seitenverkleidung hochnehmen. So, Mama hat die in der Hand. Und jetzt sehen wir hier die Dieselfilter. Und jetzt sollen wir zuerst mal eben gucken wieder, dass wir hier auch nichts Falsches machen. Sollen wir den linken Filter, Schraube B lockern und dann mit der Handpumpe. Alles klar, hier ist die Handpumpe. Diese Schraube soll lose jetzt. Da brauchen wir mal eine Zange. Kommt es ja schon raus. Also da würde ich sagen, da kommt doch schon Diesel raus. Einmal haben wir da untergestellt, hier auch nichts in der Natur läuft. Schraube F am Kraftstofffilter E. Die ist aus Metall, die soll lose. Bisschen blöd hinzukommen, vielleicht mit dem Schlüssel besser, ne? War natürlich klar, dass das eigentlich was anderes ist. Dann soll das auch weitergehen. Das Teil muss auch weiter laufen jetzt. So, der passt schon mal. Hier kommt uns schon nichts entgegen. Wir sollen jetzt den Stecker hier unten noch eben was rüberlegen, damit da kein Kraftstoff raufläuft. Ach so. So. Jetzt pumpe ich mal. Ja, der ist leer gelaufen. Aber jetzt läuft hier irgendwas runter. Jo. Jetzt ist es gut. Probieren wir das jetzt mal aus. Jetzt sollen wir das einfach wieder festziehen. Wenn das jetzt alles so geht, wäre das ja schön. Nee, Leute, da kommt noch nichts. Aber es geht immer schwer, da zu pumpen, oder täuscht das? Ja, du baust den Druck auf, ne? Beim ersten haben wir es ja so rausgelaufen. Beim zweiten. Da ist schon mal Druck auf der Leitung. Aber hier kommt es mit Luft raus, seht ihr das? Ja. Das muss dann nämlich rausfließen. So, kommt immer noch Luft. Jetzt nicht mehr. Da war das Problem. Jetzt da noch wieder. Aber wir gucken noch mal eben Luft hier einmal, raus, wenn wir jetzt. Wir können dann mal eben Druck aufbauen. Ach, das ist cool. Dass wir hier schon anders rauskommen. Hier kommt auch los. Lass uns das auch mal so machen wie eben. Wie beim anderen eben. Richtig los. Dass er schon mal Vordruck ist. Das ist auf dem Stecker richtig abgedeckt, ne? Ja. Aber das merkt man, das ist schwierig. Sonst kommt das ja doch gar nicht raus. Seht ihr, jetzt zischt es schon mal. Boah, da kommt immer noch Luft.
der ist ja richtig trocken gelaufen dann, ne? Das ist ja nicht nur so ein bisschen. Ach nee, ist ja nichts passiert. Nö, da kann nichts passieren. Es schaltet sich ja automatisch ab, so steht es in der Anleitung. Ach, das ist ja gut. Aber schöner wäre, wenn er sich ein bisschen eher abschaltet. So, jetzt drück die Daumen, dass der Hobel anspringt. Pump noch mal ein bisschen. Pump, bau mal wieder so Druck auf. Ja. Das muss richtig da rauskommen, ne? Ein bisschen vorpumpen, dann geht das besser. Und ja, bauen wir mal eben Verkleidung, machen da mal eben rein, dann seht ihr das auch noch mal. Dadurch zeigt er hier erstmal noch was drin ist, aber am Anfang war es so schnell leer. Das geht jetzt ja nicht mehr bei den Serienmodellen. Ja, ja. Und das war der Fehler. Und dann dachten wir eben spontan im Video, zeigen wir mal, wie man das entlüftet. Alles klar. Ciao. Schönen Sonntag.